sagst, mein Glaube an dich kann Berge versetzen. Und wenn ein Senfkorn genug ist, dann geb ich mich dir ganz hin. Wir rufen deinen Namen, komm mit deiner Kraft. Wir rufen deinen Namen, der alles möglich macht. Wir rufen deinen Namen, wir sehnen uns nach mehr. Wir rufen deinen Namen, Jesus unser Herr. Ich vertraue darauf, dass du für mich mehr hast und dass du Gutes für mich in Bewegung setzt. Wir rufen deinen Namen, komm mit deiner Kraft. Wir rufen deinen Namen, der alles möglich macht. Wir rufen deinen Namen, wir sehnen uns nach mehr. Wir rufen deinen Namen, Jesus unser deinen Namen, der alles möglich macht. Wir rufen deinen Namen, wir sehnen uns nach mehr. Wir rufen deinen Namen, Jesus unser Herr. Amen. Ja, jetzt bin ich da. Wir rufen den Namen unseres Herrn Jesus. Wir vertrauen ihm. Herzlich willkommen alle Zuschauer zu Hause. Von mir auch herzlich willkommen. Das neben mir, das ist der Benjamin. Gut, viele werden mich auch schon kennen. Ja, du bist ja schon sehr bekannt. Auf unserem Kanal zumindest. Ja, und ich bin der Udo, der Pastor hier. Benjamin, schön, dass du heute hier bist. Schön, dass ich heute mit dir... Letzte Woche Ostern habe ich dich vermisst. Da warst du ja in Quarantäne. No. Schönes Ostern so in Quarantäne. Das macht Spaß, das macht richtig Spaß. Zumal es ja in der Quarantäne war, ein Fehlalarm, oder? Also ihr hättet können ruhig hier sein. Naja, aber man ist lieber vorsichtig. Man ist lieber vorsichtig, genau. Ja, dein Freund wurde getestet, positiv, und drei Tests hinterher haben wir gegeben, negativ. Na, was sich ja auch schon wiederholt hat. Ja, also wir merken, wir liegen in der Hand des Herrn und wir sind froh, dass wir
Gottes Kinder sein können und wissen, unser Schicksal, wie es Wilhelm Busch mal ein Buch geschrieben hat, ein starkes Buch, Christus, Jesus Christus, mein Schicksal, Jesus, mein Schicksal. Genau, wir heißen alle herzlich willkommen und ich glaube, wir haben heute gute Nachrichten mitgebracht. Ja, also wir haben ja eine Rubrik Good News und da berichten wir ja von guten Ereignissen, von Wundern aus ganzer Welt. Aber warum von Wundern aus ganzer Welt berichten, wenn man eins hier direkt in der Gemeinde hat, quasi vor der Nase? Und deswegen bitte ich jetzt mal die Harich Karin und den Harich Jürgen nach vorn. Und die werden uns von einem Wunder erzählen. Mitten im Scheinwerferlicht, das muss doch nicht sein. Ich versuche es kurz zu machen. Ich hatte längere Zeit schon, eigentlich schon fast voriges Jahr, ein bisschen Probleme mit der Luft. Die haben sich mal mehr oder weniger ausgewirkt. Ja, da geht man halt einen Schritt langsam und gibt nicht drauf. Bis dann so vor Ostern, 14 Tage vor Ostern oder so. Naja, da war schon mal ein bisschen schlimmer, dann geht man zum Hautarzt. Ja, kriegt man was verschrieben und das war schon mal. Aber 3 Tage später, sprich am Sonntag Nacht früh um 4 Uhr, bin ich Montag geworden. Und ich dachte, oh, was ist jetzt los? Jetzt geht nicht mehr. Naja, Karin wurde umunter. Da hat sie mich gefragt, ob sie den Notarzt anrufen soll, wenn ich noch gut mache. Naja, das ging dann alles so zügig voran. Um 6 Uhr war ich auf der Intensivstation. Ja, dann schieben sie dich von einem Raum zum anderen. Du guckst mit auf die Bildschirme. Ich dachte, sieht ja nicht gut aus. Naja, um 8 Uhr war alles durch. Dann war die Frage, wo gehst du hin? Hast du Corona? Hast du nicht? Wurde festgestellt, habe ich nicht. Oh gut. Naja. Und dann kommt der nächste Arzt und sagte, naja, ist hier beidseitige Lungenembolie, ging fast nicht mehr und ist, ja, ich habe es ja selber auf die Bilder gesehen, mit den schwarzen Punkten oder vom CD, das Weiße, was mehr weiß wie alles andere war. Naja, und das eigentlich, dann kommen die Ärzte und fragen, was machen wir jetzt? Naja, wir haben dann eine Aktion hier, wenn die klappt, ist gut und wenn nicht, wird es schwierig. Und da haben sie dann massiv ihr Blutverdünner eingefüllt. Muss ich natürlich unterschreiben, habe ich gemacht. Und dann sollen wir zum Mittag, war schon abzusehen, ui, hier tut sich was. So ging es schon wieder aufwärts. So, das Schöne an der ganzen Sache ist, ich habe nie Angst gehabt über irgendwas. Ging natürlich um mir so die Gedanken durch den Kopf, was wollten waren, wenn es jetzt nicht weitergeht. Hast gar nicht vorbereitet. Aber ich dachte, das ist nicht so. Gott ist bei mir, Jesus trägt mich. Was soll denn weiter werden? Naja, und dann abends, da dachte ich, naja, jetzt sind wir schon über dem Berg. Und ich dachte, das ist Platte. Wenn Jesus dich trägt, kann dir nichts passieren. Naja, dann war ich noch 2 Tage auf der Intensiv mit allen möglichen Untersuchungen. Die wollten irgendeine richtige Ursache finden, haben sie am Ende nicht so richtig gefunden. Am Ende hieß es ein bisschen Thrombose aus der rechten Wade, was ich nicht so nachvollziehen kann, aber wenn die es gesagt haben, haben dann ohne Spiel gefunden und dann wieder die Untersuchung und alles. Und ja, dann haben sie mich am Mittwoch auf die normale verlegt. Und da ist den ganzen Tag auch schon nichts passiert worden. Ja. So, am nächsten Tag fingen sie dann an, ein bisschen zu untersuchen und alles. Und wollten immer noch eine Ursache finden, sind sich ohne so richtig einig geworden. Und ich war da ein bisschen vorlaut, habe den Chefarzt gefragt bei der Visite, ob ich eine Balle heben kann. Da wurde eine Schwester ein bisschen angekratzt. Die wollte das nicht einsehen. Aber dann am Freitag kam die Stationsärztin zu mir und haben noch mal kurz einen Plausch gemacht. Und dann meinte sie, naja, wenn die Blutwerte und die Urinwerte alles gut sind und das Fieber weg ist, können sie Symptome. Und ist doch gut. Naja, und dann bin ich am Mittag heim und da war alles gegessen. Also ich kann nur sagen, wenn du in Gottes Hand bist, dann bist du bewahrt. Thank you.
Eine ungewöhnlich lange Rede für meinen Mann, sonst bin immer ich die, die viel mehr redet und der sorgt in drei Wörtern. Aber nun will ich auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Also aus meiner Sicht sah es schon ein Stück anders aus. Er ist der Typ Mann, ihr kennt vielleicht auch ein paar von der Sorte, die so lange nicht sorgen, dass es ihnen dreckig geht, bis sie wirklich fast aus den Latschen fallen. So einer ist meiner. Also ich habe nicht geahnt, bis zu den letzten drei Tagen, wo es akut wurde, wo ich gesehen habe, dass er mit Luftnot zu kämpfen hat. Aber habe in dem Moment auch nicht gedacht, dass es so ernsthaft ist. Bis Sonntagmorgen, wie er schon gesagt hat, wo er auf der Bettkante saß und er so laut geatmet hat. Und dann kam der Rettungsdienst kam dann recht schnell und die Männer, also auch dafür bin ich dankbar, für das gute Gesundheitssystem, was wir haben in Deutschland, die ganz professionell und mit totaler Ruhe ihre Arbeit machen. Und können sie jetzt weiter die Treppe runterlaufen, sonst warten wir noch ein bisschen. Und also top, die Männer, die da gekommen sind. Und als sie ihn dann mitgenommen hatten, habe ich dann eine kleine Weile später unseren Jungen angerufen, damit der Bescheid weiß, dass für uns ein ganz anderer Sonntag ist. Es ist jetzt drei Wochen her. Heute vor drei Wochen war dieser andere Sonntag. Und dann danach gleich den Heinz Frank aus der Gemeinde, der bei uns der Gebetsverantwortliche ist. Und damit es sofort bei den Leuten ankommt, wo wir wissen, dass die solche Sachen sofort ins Gebet nehmen und zu unserem allerbesten Papa hintragen. Und kurz vor Beginn des Gottesdienstes vor drei Wochen habe ich dann hier unseren Carsten noch angerufen im Saal und ihm die vorläufige Diagnose mitgeteilt. Also wo die Ärztin mir am Telefon gesagt hat, 3/4 Zähne, es ist ernst. Und weitere solcher Sätze, also da fing es schon ein Stück an mit mir zu rattern. Und kann ich nicht verhehlen, dass ich schon ein Stück zitternde Knie hatte. Hab dann mit meiner Untermieterin, unserer Untermieterin, haben wir dann den Livestream angeguckt, den Gottesdienst. Ich dachte, das Beste, was du machen kannst, jetzt sofort dich hinsetzen und mit allen verbunden fühlen. Und ich wusste, ich war mir sicher, dass hier schon gebetet worden ist in diesem Raum und dann auch weiter darüber hinaus. Und Nachmittag durfte ich ihn dann besuchen. Also die Ärztin sagte zwar zu mir, eigentlich ist Besuchsverbot, aber wenn Sie den Corona-Test machen lassen am Eingang und der ist negativ, lassen wir Sie für eine Stunde rein. Sonst wird man sie nicht reinlassen. Und dann lag er da im Bett und guckt mich an und ich war schon auf alles gefasst, wie er wird aussehen und so weiter. Aber er sah relativ normal aus, hatte nur die kleinen Sauerstoffschläuche noch in der Nase. Die Apparate dahinter zeigten fast 100% Sauerstoff an. Die oberste Zahl war die Sauerstoffangabe. Und haben uns unterhalten, haben uns normal unterhalten können. Und so bin ich erstmal raus und war schon ein ganzes Stück erleichtert. Aber ich will nicht verhehlen, dass wir nennen es Angriffe, ich doch so Gedanken hatte, die in mir hochgekommen sind, die in mir arbeiten wollten. Und was ist jetzt, weil die Ärztin auch noch gesagt hat, im Moment ist es stabil, aber in einer Stunde kann es anders sein. Solche Dinge gehen dann ins Ohr und ich dachte, was machst du nun zu Hause den Rest der Stunden? Ich habe Bibel aufgeschlagen, Psalm 103 gelesen, laut durch die ganze Stube gerufen, Psalm 104 gelesen, immer weiter, dazwischen habe ich ein gutes Buch vom Psalm 23 gelesen, die Zeit, dann kommen die ersten Anrufe und so weiter. Jedenfalls so auf die Art getragen durch den Tag und wie er schon selber alles erzählt hat, nach zwei Tagen war er von der Intensivstation runter und er soll sich noch schon, hieß es, keine schweren Sachen sofort machen, nicht sofort aufs Dach wieder steigen und so weiter. Wir danken allen, die im Gebet mit uns verbunden waren. Wir wissen, bis in Kanada wurde gebetet, weil dort Kinder von Freunden wohnen. Bis dorthin ist der Ruf gegangen. In Stuttgart wurde gebetet für uns, für unsere ganze Familie. Wir danken allen, die da dabei mit uns hochgehalten haben. Und wir danken natürlich ausdrücklich unserem allerbesten Papa im Himmel, in dessen Hand wir sicher sind, egal was geschehen wäre, in dessen Hand wir sicher sind und wollen damit einfach euch sagen, werft euch auf ihn, hängt euch an ihn, egal wo es in eurem Leben mal stürmt oder was los ist bei euch. Das Lied fiel mir auch die ganze Zeit immer wieder ein, was wir oft singen, was ich sehr gerne singe. Mitten im Sturm bist du meine Festung.
Also das haben Haris vor 3 Wochen und die Tage danach total erlebt. Herr, auf dich vertraue ich allein. Niemand sonst kann uns helfen und halten. Die Mittel und Wege, die benutzt er schon alle, aber derjenige, der hält, ist Gott. Dank sei dir, Papa. Juhu! Ja, wir wollen noch ein Lied singen. Das war nicht das Lied, was Karin gerade angestimmt hat, aber es geht genau darum auch, dass wir uns ihm zu Füßen geben, ihm zu Füßen legen, unser Leben. Und wenn dein Leben in Jesu Hand ist, dann kann nichts ran. Ich glaube, wir können Jesus mal einen richtigen Applaus geben. Amen. Danke, Jesus. Danke auch an Harichs, dass Sie so von Ihrem Wunder erzählt haben. Ich finde, der Jürgen hat es ganz gut abgeschlossen mit, wenn wir auf den Herrn vertrauen oder
im Herrn stehen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, wortwörtlich, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und da hat er recht. Und das hast du ja am eigenen Leib erlebt. Und ja, das, darauf können wir einfach vertrauen. Und das ist unsere Hoffnung. Genau, ein Weg, das ist Jesus. Unser Leben liegt in seiner Hand. Stark, wie die Familie Harig damit umgegangen ist, auch auf an die Gemeinde. Und wir hatten natürlich auch eine kleine Schockstarre am Anfang, als der Sohn zu mir sagte, sein Sohn, und sagte, das sieht nicht gut aus. Und ich bin ja auch Beerdigungsredner, auch in der Welt. Und wir haben einige beerdigt mit Lungen, Embolie, genau. Und ich war da schon geschockt, muss ich ehrlich sagen. Aber dann haben wir auf Jesus geschaut und wir konnten alle Sorgen abgeben. Und wir sind Ihnen so dankbar, Jungen, dass du unter uns bist. Klasse. Wollten dann besuchen, so als Krankenbesuch. Und da war schönes Wetter, mein Motorrad, Batterie eingebaut, hingefahren. Ich dachte, der Kranke liegt röchelnd da und braucht noch so Gebet. Da war er selbst mit dem Motorrad unterwegs. Ich habe ihn nie getroffen. Halleluja. Super. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt einen Freund begrüßen können zum Predigtdienst. Ja. Erstmal vielen Dank ans Lobpreisteam. Super. Ein Weg. Jesus, danke für euren wunderbaren Dienst, wie ihr uns immer reinnehmt. Aber ich freue mich jetzt, wie gesagt, dass ein Freund hier ist, der predigt. Und ich weiß eins, er ist ein Mann Gottes. Sein ganzes Leben ist ein Zeugnis. Er, seine Frau sind für uns Vorbilder. Herzlich willkommen, Jürgen Werth. Ich muss erstmal die Brille aufsetzen, damit ihr scharf aussieht. So. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Alltag, in unserem Leben, ganz normal im Alltag, dass du da bist. Und danke, dass du heute Morgen auch durch das Wort Gottes uns wieder ansprichst, dass du uns ermutigst und dass du uns vor allen Dingen, korrigierst, ermahnst, ermutigst, die gehörten Dinge im Alltag umzusetzen. Dass das gelingt, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist, der uns erinnert. Von dir steht geschrieben, Heiliger Geist, du erinnerst uns an alles, was uns gelehrt worden ist, und ich brauche so viel Erinnerung. Wir brauchen so viel Erinnerung, weil wir so viel vergessen. Und danke, dass du der Geist bist, der uns erinnert und dass du uns auch im Gottesdienst jetzt segnest mit offenen Ohren am Herzen, dass wir hören, dass wir verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, dein Wort so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Heute Morgen gibt es eine Grundlagenpredigt. Es gibt so Predigten, die sind so evangelistisch, ja, da klopft man auf den evangelistischen Busch. Und dann gibt es so Predigten, so, die sind von guten allgemeinen Plätzen, ja, also Wahrheiten Gottes, die immer wieder ausgesprochen werden, die wir auch gerne hören. Ich sage meiner Frau 4, 5, 6, 7, 10 Mal am Tag, dass ich sie lieb habe. Sie hat sich nie beschwert darüber, dass ich es so oft gesagt hätte. Also wenn du in den Gottesdienst kommst und denkst, das habe ich jetzt auch schon mal gehört, ne? Dann sei einfach dankbar, okay? Es ist einfach so. Heute Morgen gibt es so eine Grundlagenpredigt, ich habe das noch dazu geschrieben, das ist wie, wenn du zeltest und du weißt, es kommt ein Sturm, dann musst du nochmal raus und die Pflöcke einschlagen. Ja, dass du weißt, dein Zelt muss die Nacht irgendwie durch den Sturm durch und du gehst raus schon aus Überlebensinstinkt, im eigenen Interesse, ja, gehst du raus und überprüfst nochmal die Zeltpflöcke und da, wo es noch, ja, da schlägst du sie nochmal tief ein. Und heute Morgen geht es um 3 Zeltpflöcke. Das Thema heißt, die Auferstehung verändert einfach alles. Der erste Zeltpflock heißt, gekreuzigt, gestorben und begraben. Die Schuld der Welt ist bezahlt. Der zweite Pflock heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Der Teufel hat keine Macht mehr. Und der dritte Pflock heißt, auferstanden am dritten Tag, sitzend zur Rechten Gottes. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Der erste Punkt, gekreuzigt, gestorben und begraben. Die Schuld der Welt ist bezahlt. Wir lesen im 2. Korinther 5,
Denn Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was sind wir, sagt der Text? Wir sind Botschafter. Botschafter der Versöhnung. Das ist so ein wichtiger Dienst für uns als Christen in dieser Zeit. Wir sind keine Botschafter vom kommenden Gericht. Das Gericht kommt. Das sagen wir, das lesen wir in der Bibel, das sagen wir im evangelischen Glaubensbekenntnis, ja, er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das Gericht kommt, so oder so, über jeden Menschen. Die Menschen, die zu Lebzeiten ihr Leben Jesus anvertraut haben, sind durch das erste Gericht hindurchgekommen. Auf die wartet das zweite Gericht, das Preisgericht. Da geht es um Lohn im Himmel, interessantes Thema, heute aber nicht. Aber wir sind Botschafter der Versöhnung. Und die Botschaft ist, Gott ist fertig mit dieser Welt. Und Gott ist auch fertig mit dir. Und das meine ich durchaus positiv. Ja, Gott hat die Welt mit sich versöhnt durch Christus. Den Satz musst du mal buchstabieren. Gott hat nicht die Christen mit sich versöhnt. Er hat nicht die Moralapostel mit sich versöhnt. Er hat nicht die versöhnt, die alles richtig machen, die in die richtige Gemeinde gehen. Gott hat die Welt, wir reden von der Welt, die hat Gott versöhnt mit sich. Die Schuld der Welt ist bezahlt. Die gesamte Schuld der Welt ist bezahlt. Was ist deine Aufgabe, was ist meine Aufgabe? In die Welt zu gehen und den Leuten Bescheid zu sagen, dass die Schuld bezahlt ist. Das ist unsere Aufgabe. Ich soll dem Heiden nicht seine Sünden unter die Nasen reiben. Du, wenn du einen Nachbarn hast, der Gott nicht kennt und du dem sagst, wenn du zum Wahrsager gehst, kommst du in die Hölle. Du, der kommt auch so dahin. Wenn er nicht sein Leben Gott anvertraut hat. Ganz einfach. Wir sind Botschafter der Versöhnung und nicht die Botschafter von irgendwelchen furchterregenden Ereignissen, mit denen wir die Leute zur Umkehr bewegen wollen. Was sagt der Römerbrief? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Nicht das Gericht, nicht die Angst vor Strafe. Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Das heißt, alle meine Schuld hat er getragen, er hat sie vergeben, alles, was uns von Gott getrennt hat, denn wir waren durch unsere Schuld, durch unsere Sünde zum Tod verurteilt. Das gesamte Erlösungswerk für die ganze Welt ist vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Merke, ich habe immer so Merksätze bei mir hier stehen, merke, Gott kann uns nicht mehr erlösen oder freimachen, er hat es bereits getan. Er hat alle Schuld vergeben, nur jeder muss es für sich persönlich annehmen. Das ist der Punkt. Eins dieser Pflöcke zum Einschlagen. Wir müssen es persönlich, das, was Gott vorbereitet hat, persönlich annehmen. Ja, also alle Menschen dieser Welt sind Geschöpfe Gottes. Ja, Gott liebt auch alle Menschen dieser Welt. Aber nicht alle Menschen dieser Welt sind Kinder Gottes. Kind Gottes wirst du durch eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Dadurch wirst du Kind Gottes, indem du diesen stellvertretenden Opfertod angenommen hast. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, heute Morgen ist eine gute Gelegenheit. Diese Gotteskindschaft beinhaltet so viel, komme ich gleich noch dazu, beinhaltet so viel. Ihr Lieben, es werden dieses Jahr 40 Jahre im Oktober, dauert noch ein bisschen, aber im Oktober werden es 40 Jahre, dass ich Christ geworden bin. In diesen 40 Jahren habe ich so viel umlernen müssen von meinem ganzen Wesen her. Ja? Ich habe auf der Straße gelebt. Ja? Alle haben mir gesagt, du bist nichts wert, zwei linke Hände, alles Daumen. Und genauso habe ich gedacht, ich war voller Minderwertigkeit, Depression und ich habe nichts auf die Reihe gekriegt.
bis Gott in mein Leben kam. Und mit Gott kamen übrigens wunderbare Menschen in mein Leben, nicht nur meine Frau, der auch später, die hätte mich vorher gar nicht angeguckt, als ich noch langhaarig rauchend durch die Gegend geschlappt bin, da war ich gar nicht auf dem Bildschirm. Okay, aber andere Menschen kamen in mein Leben und das waren alles Ermutiger, die mich ermutigt haben, das Alte hinter mir zu lassen und vor allen Dingen, wie es auch im Römerbrief steht, werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Das ist eins meiner Hauptthemen in meinem Leben, in meinen Predigten, ja, in meinen Bibelarbeiten. Vergebung und Erneuerung des Denkens. Ich muss es nehmen und anwenden. Und darum geht es. Nehmen und anwenden. Wenn ich dir heute Morgen sage, deine ganze Schuld ist bezahlt, dann heißt das für dich, oh, mich trennt ja noch was von Gott. Das will ich heute gleich zu Gott bringen. Ja, ich habe da noch ein paar Sachen offen in meinem Leben, wo ich mich mit jemandem versöhnen sollte, wo ich Gestohlenes zurückgeben soll. Ja? Wir haben so eine alte Gartenhütte übernommen, noch meine Frau und ich. Und da findet man so Werkzeuge. Wie soll ich das beschreiben? Erich Honecker hat mal gesagt, aus unseren Betrieben ist noch mehr rauszuholen. Und die findet man dann in verschiedenen Werkstätten, diese Dinge, ne? Ja, ihr Lieben, manchmal müssen auch Leute weit zurückgehen, um Sachen wieder gut zu machen. Okay, also Gott hat uns erlöst, du darfst es annehmen. Aber was ist, wenn ich es gar nicht weiß? Oder ich vergesse, von was ich erlöst worden bin? Wenn ich vergesse, welches Vorrecht es ist, in der heutigen Zeit mit Gott zu leben. Wenn ich das vergesse, bekommt mein Christsein eine eigenartige Dynamik. Es gibt Menschen, die haben mit Gott gelebt, aber dann sind sie wieder in ihr altes Leben zurück oder sind so im Self-Made-Mystischen gelandet. Ja? Sie waren mal richtig mit Gott unterwegs, haben gebrannt für Gott, und aber irgendwie sind sie ausgestiegen. Ja, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Der Pastor ist mir auf die Ketten gegangen. Ja, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich denke so, hä? Was hat nicht funktioniert? Hat Gott nicht funktioniert? Hat der Pfarrer nicht funktioniert? Der Kirchenchor? Ich möchte es zurzeit in fast jeder Predigt wiederholen, immer und immer wieder. Mal abgesehen von meinem verkorksten Leben, ich, Jürgen Beert, ich war zum Tode verurteilt. Ich war verurteilt, die Ewigkeit in der Verdammnis zu verbringen. Dass dem nicht so ist, dass ich mich freuen kann an diesem neuen Leben, dass ich mich freuen kann auf die Ewigkeit, habe ich einen einzigen Umstand zu verdanken. Jesus Christus starb für mich. Mein Englisch ist nicht so gut, aber ich liebe so englische Aussprüche. I am a great sinner, but my God is a much bigger savior. Ich bin ein großer Sünder, aber mein Gott ist ein noch größerer Retter. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber ich müsste bescheuert sein, meine Nachfolge, mein Leben mit Gott an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Wenn es nach unserer Begnadigung durch Gott, durch das stellvertretende Leben, Sterben und Leben und Sterben von Jesus, wenn es danach für uns weitergeht, in irgendeiner Art und Weise, können wir das nur der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes zurechnen. Wir haben keinen Anspruch auf nichts, ihr Lieben. Auch wenn wir Wunder erleben, das erleben wir und wir wollen ja auch Wunder erleben, wir haben auch Wunder erlebt, keine Frage. Und wir lieben den Psalm 23, ich werde nächsten Sonntag darüber predigen in einer anderen Gemeinde. Und wir lieben diese Bilder vom guten Hirten, der uns führt, der uns leitet, uns versorgt, auf den Arm nimmt. Wusstet ihr, dass die Schafe in Israel nicht an Todesschwäche gestorben sind? Ja, die wurden geschlachtet, geopfert, weil ich Jesus Schäflein bin. Ja, ihr Lieben, wir haben keinen Anspruch auf nichts, aber wir haben einen liebenden Vater. Und das genieße ich.
die 40 Jahre. Wir haben einen liebenden Vater, der uns liebt, der für uns da ist, der uns versorgt. Aber es gibt keinen Grund auszusteigen, warum auch immer. Christus hat für uns bezahlt. Und weißt du, Gott hat so einen hohen Preis für dich bezahlt, er kann und er will es sich nicht leisten, dass du auf der Strecke bleibst. Eine eigenartige Botschaft heute, oder? Aber sie gehört zu unserem Leben. Wisst ihr, wir sind manchmal so schnell dabei, irgendwelche Kuhhandel mit Gott. Wenn du das machst, dann mache ich das und so. Leute, wir waren zum Tode verurteilt. Auf ewig. Und wir dürfen die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und wenn schon solche Sachen wie die Haris jetzt erlebt haben, wie andere erlebt haben, wir haben einen Haufen Leute hier, die Wunder erlebt haben. Ja? Wenn schon diese kleinen Sachen uns zum Jubeln bringen, was meint ihr, was im Himmel los ist? Hä? Das ist doch nur ein Vorgeschmack, was wir hier erleben. Im Himmel ist Party ohne Ende. Also wenn es hier mal ein bisschen eng wird und deine Gebete nicht erhört werden und du durch schwere Zeiten durch musst, und wir müssen durch schwere Zeiten durch, keine Frage. Bleib an Gott dran. Lerne Psalm 73, 23 auswendig, den Vers. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und ich hoffe für jeden von euch, dass ihr heute hier aufstehen könnt und genau das Gleiche sagt. Ich war zum Tod verurteilt, aber Jesus ist für mich gestorben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, für uns gestorben, die Schuld der Welt ist bezahlt. Der zweite Pflock, der zweite Punkt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, der Teufel hat keine Macht mehr. Jetzt kommt eine einfache Rechenaufgabe, die da lautet, Jesus Christus spricht, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie viel bleibt dann für den Teufel übrig? Danke. Ich merke schon, ihr seid Schnellrechner hier. Ne? Ja. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren in den Himmel? Es sind ihm untertan die Engel, die Gewaltigen und die Mächte. Der Teufel ist besiegt. Ich stelle mir manchmal den verdutzten Gesichtsausdruck vom Teufel vor, als Jesus auf einmal in der Hölle erscheint, im Totenreich, und sagt, gib mir mal einen Schlüssel. Ja, es gibt, ich habe da so ein Bibelseminar darüber gemacht, ganzes Wochenende lang über Golgatha, über die rechtlichen Hintergründe, die dort abgelaufen sind, überhaupt mit dem ganzen Geschehen. Hochinteressantes Thema. Ja, aber dieser Punkt nachher, ne, wo der Teufel plötzlich merkt, der hat sich völlig verpeilt, völlig verplant. Plötzlich steht Jesus da in der Hölle und sagt, Schlüssel. Ich finde das so genial. Als der Teufel wegen seiner Rebellion gegen Gott auf die Erde geworfen wurde, wurden mit ihm ein Drittel der Engel, die auch rebellierten, auf die Erde geworfen. Was heißt das für uns? Ganz einfach rechnen. Zwei Drittel der Engel, die obendrein noch mit Gott im Bund stehen, sind auf unserer Seite. Ihr Lieben, ich würde die Seite wechseln. Wer will schon auf der Seite des Verlierers stehen, ne? Ja, ich würde die Seite wechseln, aber ganz schnell, heute Morgen noch. So ist das. Welche Macht hat der Teufel heute noch? Erst einmal so viel, wie wir ihm und seinen Lügen glauben. Und das ist eben so dieser Lernprozess, durch den ich auch durch musste viele Jahre und immer mal noch durch muss wieder. Jesus sagt über den Teufel, er ist ein Mörder von Anfang an. Er steht nicht in der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er Lügen redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Was macht der Teufel mit Adam und Eva? Er lügt. Von Anfang an bis heute lügt der Teufel. Ja? Wenn immer der die Klappe aufmacht, lügt er. Er will dich berauben deiner Gotteskindschaft. Er will dich berauben von dem, was Gott dir schenken will, geschenkt hat. Er versucht uns zu berauben, indem er uns im Unklaren lässt, was uns als Kinder Gottes gehört. Der Prophet Hosea sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn du nicht weißt, was dir gehört, so ein Mann aus dem, sagen wir mal, ich muss mal grob eingrenzen, so ein Mann aus dem, ja, so aus dem Neubaugebiet groß geworden, so, ja, was weiß ich, irgendein diverses Neubaugebiet und hat keine Lust mehr und so, wandert aus nach Kanada, ja, will dort Holzfäller werden.
Und dann kommt er so in den Laden rein und fragt, was man dazu braucht. Die Firma sagt, wir stellen Sie an, wenn Sie in 6 Tagen 300 Bäume fällen. Wenn Sie das schaffen, dann stellen wir Sie an. Ja? Und dann sagt er, geht in den Laden und bekommt dann auf Kommissionsbasis das Werkzeug, eine Axt, eine Handsäge, eine Motorsäge, eine richtig gute Motorsäge und alles, was man so braucht zum Bäume fällen. Und er geht in den Wald und fängt an, Bäume zu fällen und schafft in den 6 Tagen 100 Bäume, nicht die erwarteten 300. Kommt zurück, sagt der Mann, wir können Sie leider nicht einstellen, aber wir haben mit dem Geschäft vereinbart, Sie dürfen die Werkzeuge zurückbringen. Okay, der geht in den Laden rein und der Ladenbesitzer überprüft das Werkzeug, nimmt die Axt, ist noch gut, nimmt die Handsäge, sieht noch gut aus, nimmt die Kettensäge, guckt etwas irritiert, zieht am Riemen, macht wumm, die Kettensäge. Wumm. Da fragt der Mann aus dem Neubaugebiet, was war denn das eben für ein Geräusch? Dauert eine Weile, ne? Ihr Lieben, Gott hat uns eine Kettensäge gegeben. Wenn du nicht weißt, dass man den Motor anschmeißen muss, dann hast du schwer zu arbeiten. Gott hat uns so viel anvertraut, in seiner Kraft mit ihm unterwegs zu sein, wird der letzte Punkt dann sein, ja. Aber wir müssen, der Teufel beklaut uns. Wenn mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Was gehört uns? 3 Punkte. Der erste Punkt, die Vergebung, Versöhnung mit Gott. Thema hatten wir jetzt gerade, ja. Alles, was dich von Gott getrennt hat, ist vergeben. Das macht uns zu Kindern Gottes. Gott hat es für uns getan. Was konnten wir dazu tun? Nichts. Außer es annehmen. Die Lüge des Teufels ist, Gott hat dir nicht alles vergeben, du bist nicht würdig genug. Und du musst noch ein bisschen was leisten zu deiner Vergebung. Und er versucht uns hauptsächlich in unserer Identität als Kinder Gottes anzugreifen. Ja, der Teufel sagt immer, also du machst es ganz schön einfach, Quatsch von Vergebung, alles ist gut, du musst schon ein bisschen was leisten. Ja? Und der Mensch ist auch so geneigt, er möchte gerne was leisten, weil einfach ein Geschenk annehmen, das demütigt uns immer wieder. Ja? Wir wollen ja gerne was dazu Gutes tun, ne? Und versuchen durch Leistung Gott zu beeindrucken oder ähnliches. Aber wir bekommen die Versöhnung umsonst. Es ist alles bezahlt. Christus hat die Schuld bezahlt. Der 2. Punkt, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus Christus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Egal in welcher Lebenssituation wir sind, ob es uns gerade so richtig gut drauf sind oder wir schwierige Phasen durchmachen, wir uns gerade kerngesund fühlen oder von Krankheit geplagt werden, nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes und von der Gemeinschaft mit ihm. Die Lüge des Teufels. Er lässt uns so oft auf unsere Gefühle oder auf unseren Zustand schauen. Ja? Bin ich noch Kind Gottes, wenn mir das jetzt passiert? Gehöre ich noch zu Gott? Morgens, ja, morgens liegen manche im Bett und gucken auf ihre Gefühle und dann kommt so dieses Gefühl, ich wollte, ich wäre ein Teppich, da könnte ich morgens liegen bleiben. Nur weil ich es nicht fühle, bedeutet es nicht, dass es nicht wahr ist. Ich bin so dankbar, dass die Realität der Liebe Gottes und die Wahrheit seines Wortes nichts, nichts, nichts mit meiner Gefühls- und Welt und mit meinen Stimmungen zu tun haben. Ja? Wenn wir nämlich nur glauben, was wir denken oder fühlen, dann sind wir wie ein Blatt vom Wind umhergeweht. Ja? Ihr kennt eure eigenen Gedanken und Gefühle. Ja? Manche sind ja vor Morgenkaffee nicht ansprechbar oder so. Ja? Wie auch immer. Ne? Das ist ein einziges Auf und Ab. Ne? Mal sind wir wirklich himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Das geht so schnell, wir alle. Und wenn ich davon meinen Glauben abhängig machen würde, wäre es ein einziges Auf und Ab. Deswegen die Aufforderung, hör auf, den Lügen zu glauben, die euch entmutigen, die euch berauben und eure Freude töten wollen. Als Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde, antwortete Jesus nicht mit, ich denke oder ich fühle das auch gerade nicht oder ich fühle das, sondern man hat eher den Eindruck, da sitzt ein Sturkopf in der Wüste. Ich meine, da gibt es ja so kleine Nebensätze in der Bibel, ne? Nach 40 Tagen Fasten hungerte ihn. Bei mir würde was anderes stehen nach 40 Tagen Fasten. Ja? Und dann kommt der Teufel und versucht ihn. Ne? Und man hat den Eindruck, da sitzt ein Sturkopf. Immer wenn der Teufel was sagt, sagt Jesus, steht geschrieben. Steht geschrieben. Und ihr Lieben, das ist manchmal das Einzige, was uns durchträgt. Durch tiefe Zeiten. Dass ich das noch sagen kann. Steht geschrieben. Weder hohes noch tiefes. Weder gegenwärtiges
noch Zukünftiges. Keine Vergangenheit, keine Macht, keine Gewalt kann mich trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Auswendig lernen. Das soll unsere Antwort sein auf die Lüge des Teufels. Römer 8, 38 bis 39. Auswendig lernen. Und der letzte Punkt, er hat die Werke vorbereitet, die wir tun sollen. Wir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns geschaffen durch Jesus Christus dazu, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2, 10. Wo du bist, ist Reich Gottes. Für einen Christen gibt es keine weltliche Arbeitsstelle, selbst die Bohrmaschine, die Schraubenzieher, die Töpfe, die Pfannen und die Computer sind geheiligt. Da, wo wir sind, ist Reich Gottes. Es gibt auch keinen Grund, in irgendein Konkurrenzdenken hineinzukommen und ja, oh, der macht dies und der macht jenes. Nee, Gott hat die Werke vorbereitet, die du tun darfst. Und für andere hat er andere vorbereitet. Das hat mich irgendwann, als ich es für mich erkannt habe, unwahrscheinlich entspannt. Ich muss nicht den Dienst eines anderen kopieren. Ich muss nicht in den Fußstapfen eines anderen laufen. Gott hat die Werke, die ich tue, vorbereitet. Und für dich sind es andere Werke. Und es gibt Menschen, die sind von Gott zu wirklich herausragenden Diensten und Aufgaben und Werken berufen. Und es gibt die vielen kleinen, unscheinbaren, welche für die Dienste der anderen beten und sie mit Geld unterstützen. Nehmen wir als Beispiel Johannes den Täufer. Wer von uns würde sich wagen, mit Johannes dem Täufer zu vergleichen? Und was sagt Jesus dazu? Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Fühlst du dich manchmal klein? Ja. Ich habe eine Botschaft für dich. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer. Ja, sagt Jesus. Der Kleinste ist größer als Johannes der Täufer. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist aus diesem Buch Bill Wilson, Verlorene Kinder. Bill Wilson wird von seiner Mutter auf der Straße abgesetzt, sagt zu ihm, ich hol dich wieder ab, und sie holt ihn nicht ab. Und er sitzt dort eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, aber sitzt da eine ganze Zeit lang. Und da ist eine Autowerkstatt gegenüber, da ist ein Christ, hat eine kleine Autowerkstatt und der kriegt mit, hier läuft was falsch mit dem Jungen. Nimm den Jungen zu sich in die Autowerkstatt, versorgt den, gibt ihm Essen, macht alles, was er braucht, also ja, Klamotten und alles. Und dann gibt er ihm Geld nach ein paar Tagen und schafft ihn zu einer Kinderrüstzeit irgendwohin. Und bei dieser Kinderrüstzeit lernt Bill Wilson Jesus Christus kennen, den Vater kennen, er bekehrt sich und Bill Wilson gründet die größte Kinderkirche in den USA. Straßenkinder, verlorene Kinder, ja. Wisst ihr, wer mich in der Geschichte fasziniert? Der Automechaniker. Ein Werk hat Gott vorbereitet, der hat kein Kinderheim gegründet hinterher. Der hat Autos repariert, der war Diakon seiner Gemeinde. Aber ein Werk hat Gott vorbereitet und ich sage euch, sein Lohn wird groß sein im Himmel. Tausende von Kindern sind durch den Dienst von Bill Wilson gerettet worden. Warum? Weil ein Automechaniker ein Kind von der Straße geholt hat. Mich hat ein Mann von der Straße geholt. Ich durfte bei ihm einziehen. Der hatte keine Ahnung, dass ich 38 Jahre später sein Chef sein werde. Halleluja. Okay, weitermachen. Ja, es gibt Beauftragte, die werden wahrgenommen mit ihrem Dienst in der Öffentlichkeit, das ist nun mal so. Und dann gibt es die, welche jeden Morgen um 4, um 5, um 6 aufstehen, vielleicht es gerade noch schaffen, die Losung zu lesen. Bevor sie ihre Kinder motivieren können zum Aufstehen, um sie gut versorgt in die Schule zu schicken. Manchmal haben sie dann einen stressigen Arbeitstag, nervige Kollegen, einen komischen Chef. Am späten Nachmittag kommen sie nach Hause, wollen sie noch Zeit nehmen für die Familie, für den Mann, für die Kinder. Und am Abend dann engagieren sie sich noch für die Gemeinde im Hauskreis. Ehrenamtlich stellen sich als Gemeindeälteste zur Wahl. Wie auch immer sie wollen, mit dem, was sie möglich ist, das Reich Gottes unterstützen. Ihr Lieben, Dankeschön. Ich spreche von euch allen, die ihr neben eurem Alltagsjob euch immer noch aufmacht und im Reich Gottes investiert. Dankeschön für die vielen, die ihren Dienst in Treue tun, im Hintergrund. All das hier, Gemeinde, Missionswerk, all das wäre nicht möglich ohne euch, die du deinen Dienst darin siehst, einfach aufzustehen und deine Familie zu versorgen. Schätze das nicht gering.
Und Gott freut sich daran, wie du dich morgens aus dem Bett quälst, weil er dir dann Kraft geben möchte. Lass dir niemals vom Teufel die Lüge einreden, du wärst zu klein oder zu gering oder sonst irgendwie untauglich im Reich Gottes mitzuarbeiten. Gott hat die Werke vorbereitet, die ich tun soll, und für dich hat er andere vorbereitet. Und wenn eines Tages die Tür zum Himmel aufgeht, dann sagt Jesus nicht zu uns, komm rein, du erfolgreicher Knecht, sondern er sagt, komm rein, du treuer Knecht. Über wenigen bist du treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Da, wo du bist, ist Reich Gottes. Der letzte Punkt, auferstanden am dritten Tag, sitzen zur Rechten Gottes. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Christus ist auferstanden. Christus hat den Teufel am Kreuz besiegt. Und wenn wir daran denken, dass wir in Christus sind und er in uns, können wir vom Sieg her kämpfen. Glauben, beten und leben. Das heißt, wir sind in einer Schlacht oder in einem Krieg oder in einem Kampf, wo das Ende schon klar ist. Ja, es gibt so Sprüche, die da heißen, unter anderem, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Ja? Wir leben vom Kreuz her, von der Erlösung her und nicht mehr auf die Erlösung zu. Das bedeutet, es ist vollbracht, es ist geschehen, es ist alles bezahlt. Und jetzt ein wichtiger Punkt, wir müssen Gott nicht mehr um sein Erbarmen bitten im Blick auf die Errettung. Wir bitten Gott um sein Erbarmen im Blick auf unsere Kinder, dass sie umkehren. Wir bitten Gott um sein Erbarmen, dass er uns Kraft gibt durch Situationen, keine Frage. Aber wir müssen Gott nicht mehr um Erbarmen bitten im Blick auf die Errettung. Wenn meine liebe Frau Essen kocht, heute nicht, heute sind wir eingeladen. Aber wenn meine liebe Frau Essen kocht, es ist zu 99,9% sehr lecker. So, ich bin irgendwo im Garten am Arbeiten, ja, habe da in der Erde gewühlt und ich höre die liebliche Stimme meiner Frau, Essen ist fertig. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich bin total dreckig. Guck mal, wie ich aussehe. Ich habe mich voll gesaut mit Schlamm und mit Regenwürmern und allem. Nee, das kann ich nicht annehmen, das Essen meiner Frau. Das geht nicht. Ich fühle mich einfach so dreckig und so unwürdig. Der nächste Punkt ist, ich gehe hoch, ich weiß auch, wo das Bad bei uns ist, Waschbecken, weiß auch, wie das funktioniert. Und muss man manchen jungen Männern manchmal sagen. Und wasche mich und gehe in die Küche und sehe, guck das, was meine Frau da schön, die stellt ja nicht nur das Essen auf den Tisch, sondern das sieht ja immer schick aus alles und so. Ne? Ja? Riecht das auch, wie gut das schmeckt, nehme meine liebe Frau in den Arm und sage, Mensch, Conny, du kochst immer so gut Essen und das sieht so lecker aus und das riecht so gut und ach, aber ich will dir keine Arbeit machen, ich esse das nicht. Ihr könnt euch denken, was da losgeht, hä? Der letzte Punkt wäre, Dankbarkeit, Essen segnen, annehmen, essen. Und das versuche ich so nochmal mit dem Flöcke einschlagen. Du kannst Gott nicht mehr um Erbarmen im Blick auf die Errettung bitten. Geht gar nicht. Das Essen ist gekocht. Das Feuer ist durch. Du kannst es annehmen. Und du kannst sagen, ich bin unwürdig, ich bin was weiß ich. Alles Quatsch mit Soße. Du kannst das, was Gott vor 2000 Jahren für dich bereitgestellt hat, annehmen heute und tagtäglich daraus leben. Das ist die Botschaft. Es wird nicht alles heil in unserem Leben. Und an manchen falschen Entscheidungen aus unserer Vergangenheit haben wir Christen auch später noch zu kauen. Ja? Es ist vieles heil geworden in meinem Leben, seit ich mit Gott unterwegs bin und ich bin so dankbar. Aber wir wissen, es wird auch nicht alles heil. Nicht jede Beziehung wird wiederhergestellt. Nicht jede Krankheit verschwindet. Ich meine, und das Älterwerden, das kommt ja noch, steht ja noch vor uns, ja? Ich meine, Freunde, auch Lazarus ist gestorben, oder? Zweimal, aber er ist gestorben. Ja? Ich meine, das ist doch die Botschaft der Bibel. Ja, es wird nicht alles gut, aber was gut ist, wir sind in der Hand Gottes. Seit Ostern ist der Tod besiegt. Wir leben nicht mehr so auf den Tod zu, sondern wir leben durch den Tod hindurch, in die Auferstehung. Wenn wir sterben, ist das noch lange nicht das Ende. Und das ist für mich so ein Trost. Auch im Blick auf die gestorben sind. Ja, unser Bruder Martin Zingernagel.
Ja, auch auf die, die gestorben sind. Ich muss noch eine Geschichte schnell loswerden. Ich war vor Jahren zu einer katholischen Kirchenwoche im Eichsfeld. Und es war alles sehr, ja, gut, katholisch. Und dann sagte der Pfarrer zu mir: Jürgen, wir gehen noch eine Frau besuchen, die betet für dich schon sehr lange Zeit und die wollen wir noch besuchen gehen. Da denke ich, oh, ja, eine Frau, die für mich betet, ist immer gut, ne? Kommen wir da hin. Da ist also ein Krankenlager, da liegt eine Frau, die mit irgendwelchen Schläuchen und künstlich ernährt wird und so durch irgendeine OP ist die ja versaut worden oder so ähnlich. Jedenfalls, die lebt dort in dem Bett, wird versorgt von ihrer Schwester durch künstliche Nahrung, Flüssignahrung und so. Aber ich meine, ich bin nicht so schnell mit solchen Behauptungen oder Ähnlichem oder so, ne? Aber in dem Augenblick, wo ich in das Zimmer reinkomme, habe ich den Eindruck gehabt, ich komme so in den Vorhof von irgendwas Heiligen. Da liegt diese Frau im Bett mit einer Schreibtafel und Gott hat zu ihr gesprochen über Dinge aus meiner Vergangenheit im Positiven und über Dinge aus meiner Zukunft. Die hat für mich gebetet und sie hat geschrieben, natürlich kommt sie nicht mehr raus, aber sie lebt seitdem in der Gegenwart Gottes im Vorhof des Heiligen. Ich bin dort geflasht raus, jeder andere würde laut schreien, davonrennen und sagen, Die hat nichts mehr, die Frau. Die hat wahrscheinlich schon gestorben inzwischen. Ja? Die hatte nichts mehr. Aber was sie hatte, war diese tiefe, tiefe Beziehung zu Gott. Und die hat sie gelebt. Ihr Lieben, darauf läuft es hinaus am Ende. Wenn nichts mehr trägt, Gott trägt. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wir, die wir Christus angenommen haben, lasst uns also in dem leben, was Gott uns gegeben hat. Wir sind Botschafter des Königreichs Gottes. Wir bezeichnen uns gerne als Königskinder, dann lasst uns auch so leben und mit Würde durchs Leben gehen. Mit Würde. Vielleicht habe ich es ja schon mal erzählt, macht ja nichts. Ne? Kennt ihr den Film Prinz aus Zamunda? Ich liebe diesen Film. Den ersten Teil. Ich liebe diesen Film. Ja, da kommt ein Prinz aus dem afrikanischen Königreich und der will so seine Freundin kennenlernen in Queens und er lässt sozusagen sein ganzes Königsding und alles und er geht nach Queens und lernt da seine Freundin kennen und heuert bei ihrem Vater an, so einem Fastfood-Restaurant. Ne? Und um ihr nahe zu sein, wischt er die Fußböden, macht ja alles Mögliche. Und beim ersten Date sitzt sie ihm gegenüber und sagt zu ihm, ich habe noch nie einen Mann mit solch einer Würde Fußböden wischen sehen. Oh, und das denke ich, genau das, ihr Lieben, das ist unser Punkt. Wer weiß, dass der ewige Gott noch immer alles in seiner Hand hält, muss sich auch nicht treiben lassen von der allgemeinen Verunsicherung. Ostern, die Auferstehung verändert alles. Gekreuzigt, gestorben und begraben, die Schuld der Welt ist bezahlt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, der Teufel hat keine Macht mehr. Auferstanden am dritten Tag, sitzen zur Rechten Gottes, eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken. Er bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Als wir waren im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick.
durch die Jungfrau uns geboren wurde, die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Ja, preis sei Gott, dem König aller Könige. Vielen Dank, lieber Jürgen, für die Botschaft. Vielleicht kann man es zusammenfassen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht und Geschenke Gottes kann man sich nicht erarbeiten. Es hat kolossale Auswirkungen auf die ganze Welt, auf unser Leben. Jesus siegt und wir sind die Beschenkten. Es ist vollbracht. Halleluja. So ist es. Ja, dann wollen wir uns verabschieden von allen Zuschauern. Schön, dass Sie dabei waren und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben durften. Wir wollen zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du deinen Sohn geopfert hast. Danke, Jesus, dass du dich hast senden lassen, um für uns zu bezahlen, unserem Feind zu besiegen. Danke, dass du die Schlüssel des Todes hast, dass du der Fürst des Lebens bist und dass wir dir hier im Leben vertrauen können. Danke, dass wir nichts erarbeiten müssen, sondern dass wir Beschenkte, Begnadigte sind.
danke für diese Gnade. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du kommst und uns das immer wieder auch offenbarst, was Jesus für uns erkauft hat. Danke, Herr, dass du uns die Auferstehungsgeschichte immer wieder neu zeigst, dass du uns immer wieder, dass es so viele Predigten zu Ostern gibt und jede ist anders, jede ist ganz neu für jeden, jede hält was Neues bereit und dass du immer wieder neu zu einem sprichst. Auch das, was ich am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt habe, dass du immer wieder neu zu uns sprichst und mit jeder Predigt, mit jedem Lobpreislied ganz neu, ja, dass du nicht immer, dass man denkt, ja, das ist immer wieder dasselbe. Nein, es ist immer wieder was ganz Besonderes, was ganz Neues. Danke, Herr. Danke. Amen. So, wünschen wir allen eine schöne Woche und dann bis nächsten Sonntag. Ciao.